Hallo und willkommen zurück, mal mit einem seltenen Anblick mit unserem wunderschönen Gesicht. Ja. Ich habe mich mal kurz eben menschlich gemacht, denn ich will in das neue Gebiet vordringen als Mensch und nicht als Untoter. Volles Leben ist dann halt doch immer ganz nett. Letzte Folge habe ich eine Giftexpedition gestartet durch dieses verdammte grüne Zeug und erfolgreich viele Sachen rausgeholt. Und jetzt schauen wir einmal, was denn die Irdenspitzen Irdenspitzen für uns bereithalten. Nein, 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 nein! Also der rechte Weg ist besser. Ja. Irgendwo müsste er mit dem Gift fässern. Wir warten zwar zwei, aber ich glaube wieder durch. Nummer eins? Nee, hier ist nur. Nee, sind zwei. Ja? Ja. Also nicht, aber der zweite war doch hinter mir, weil er. Da ist noch ein zweiter um die Ecke. Der kam, so. Der kam erst, als du reingegangen bist. Oh Mann! Ach! Egal. Doppeltreffer. Ich würde übrigens sagen, ist mir beim letzten Mal aufgefallen, wir haben jetzt schon 19 Vitalität. Hm. Ich würde übrigens sagen, wir skillen nur bis 20 und lassen sie dann auch weg. Bist viel. Was weil, war das denn? Naja, weil jetzt wir sind, guck mal, wir haben Estus Verkaufs plus 4, die uns nicht mal, wenn wir 75% nur haben, ansatzweise voll heilen. Achso. Und ab einem bestimmten Punkt wird viel Leben einfach unsinnig. Also wir können ja auch dann bei Bedarf später wieder drauf skillen, aber ich würde es erstmal weglassen, damit der Rest schneller hochgeht. Naja. Naja, vor allem ist ja so, dass auch, selbst wenn wir unsere Ausdauer hochsteigern, unser Leben ja auch ein bisschen mit hoch geht. Eben, ja. Und ich bin bei Dark Souls eigentlich mit 20 Vitalität immer ganz gut gefahren, wenn ich überhaupt... Weiß gar nicht, ob das Wasser gleich tödlich ist. Das sieht aber immer sehr tief aus. Oder? Oder auch nicht, nee. Das ist Quietschke. Da! Ist das eine Fackel von oben? Ich glaube nicht, dass das ein Gegner ist. Ja. Ach, auch wieder Gift. Na, das ist doch schön. Ah, na super. Scheiße. Was denn? Ah! Ha! Danke. Wie, was ist das denn? Pilze. Und ein paar aus Wahrheit versteckt. Okay, und sie schmeißt mit Gift in sich. Ah, lass das. Hört auf. Kann aber auch Kickboxen. Kickbox Giftpilze. Ja. Nein! Ach, boah, aber sofort, wenn man drin steht, ey. Also gut, dass wir so viel giftiges Moos haben, ey. Mhm. Weißt du, wieso? Ach, das Gift klebt an meinen Schuhen. Ach ja, nicht. Ah, ich muss immer diesen Drang widerstehen, die Vasen anzugreifen. Na gut, wir haben ja zwei Stück. Ja. Nutzen wir eins. Wer weiß, vielleicht wird das Gift abgelassen. Nein, okay, dachten wir schon, dass es eine Tür öffnet. Au, Rock. Eine Truhe. Na dann, was haben wir in der Truhe? Etwas ganz, ganz Tolles. Giftbissring und den Sinn eines stolzen Ritters. Ein neuer Ring, schauen wir mal kurz. Giftresistenz? Aber Giftbiss klingt ja hier. Erhöht Giftresistenz. Dies ist einer von mehreren Bissringen, die für ihr besonderes Aussehen bekannt sind. Erhöht die Giftresistenz. Das ähnliche, seltsam verstörende Aussehen dieser Ringe legt eine gemeinsame Herkunft nahe. Wer auch immer der Meisterhandwerker gewesen ist, auf jeden Fall verstand er sein Handwerk. Ja, dann mach ihn doch jetzt wieder statt dem Ring des Bindens, weil jetzt sind wir gerade menschlich. Stimmt. Das heißt, erstmal können wir ja sinken. Ja, das ist doch durchaus sinnvoll. Ja. Müssen wir mal sehen, wie viel es bringt, aber... Ja gut, das hier ist halt das ist so eine komische Pumpe, die ganz kleben bleibt. Jawohl. Die Scherbe! Endlich mal wieder. Und vergiss es. Oh ja, das mit dem Moos wird klappen. Krass, der hat nicht nochmal etwas gehobt. Ah, guck mal, wo wir das giftige Moos nehmen, dieses Klebezeug, das wird dadurch nicht weg. Okay, ja, dann musst du jetzt oben lang, offenbar. Hier ist ja gar nichts mehr weiter, wa? Nee. Es kann halt sein, dass es da im Wasser ein Bonfire ist. Soll ich mal reingehen? Ja, ich weiß auch nicht, ob du... Ich wollte auch gerade noch sagen, ich weiß auch nicht, ob du dann einfach untergehst. Hören wir doch erstmal zu Ende zu. Jetzt sprech schneller! Du weißt, ich spreche immer ruhig und besonnen. Oh, fuck. Es war kein Bonfire. Formeller Protest. Der wurde bei mir auch nicht stattgegeben.
Ich habe aber bei der Folge, die jetzt gerade rausgekommen ist, ja, irgendwie. Also einmal habe ich mich zu Recht aufgeregt, dass er umvisiert hat. Okay. Aber einmal habe ich auch hat wieder umvisiert und dann habe ich mir einfach in die Anmerkung reingeschrieben, Grauton, was man nicht anvisiert hat, kann man auch nicht abvisieren. Oh. Habe ich gesehen. Ach scheiße, Mann, ey. Ja gut, aber du hast ja schon lange nicht mehr gespielt, ne? Ja. Und ich bin eher derjenige, der das Gebiet dann komplett erkundet. Du darfst dann halt derjenige sein, das Gebiet zum ersten Mal betritt. So, dann, so dass ich dann schon mal die weiß, wo die. Die größten Gefahren sind. Ja. Boah, man kann echt gut hier in Nietzsche haben gefahren. Wir sind wieder nicht zurückgegangen, um uns die achte Flakon zu öffnen. Ach ja. Egal, was soll's. Guck mal, er wird sogar eingeschmiert davon. Ja. Das ist ihm einfach egal. Ja, ich meine, die sind wahrscheinlich hier. Ach Mann! Hat er dich immer noch umgeschleudert. So, draufgefallen. Gut, das ist kein Fallschaden. Draufgefallen Schaden. Ja, okay. Ey, du da. Dann holen wir es wieder so wie vorher. Mann. Aber seine Haut ist generell schon so ein bisschen grünlich. Die sind wahrscheinlich komplett resistent gegen das Gift. Wahrscheinlich schmiert er sich sogar dauerhaft jeden Morgen mit diesem Gift ein. Ja. So, weißt du, so eine Lotion. So, ich weiß, dass hinter mir einer ist, aber er hat mich vorhin ignoriert, deswegen. Ja, unsere 12.000 Seelen sind rum. Willst du ihn noch holen? Das ist ein Plan. In der Tat könnten wir sie eigentlich auch einsetzen. In der Tat könnten wir sie auch einsetzen. Also, das Flakon machen schnell. Und ich meine, es ist fast ein Level. Na, wer weiß, vielleicht kommt ja gleich ein nächstes Bonfire. Gut, riskieren wir es. Es hat uns bis jetzt ja immer so gut zu Gesicht gestanden. Ja. Hat auch immer gut funktioniert, wie wir wissen. Egal. Was soll schon passieren? Da kann man das rüberrollen. Ach, um die Ecke lauert schon wieder ein. Ach, der ist da drin. Sehr gemein. Für diese kleinen Giftkäferchen, Giftpilzchen. Später. Oh, guck mal, wer haben wir denn da? Okay, jetzt muss ich nochmal kurz. Das sind drei Stück. Ja. Oh, ich kann natürlich nicht umgehen. Nein. Au, ruck. Autsch. Oh. Ist er böse? Ich war mir jetzt nicht sicher, wie weit ich rollen kann. Und, ja. Nein! Vorsicht! So. Klong! Ich noch nicht Scherbe. Gut, daran werden wir aber keinen Bedarf mehr haben. Nee. Aber das finde ich gar nicht mehr so schlecht, dass sie jedenfalls sowas anbieten, dass man halt immer wieder neue Waffen machen kann. Das ist halt so ein bisschen auch wegen den Seelengefäß, wenn man sich halt mal verskillt hat, aber trotzdem halt schon eine Waffe irgendwie. Ah! Dafür gemacht hat, dann hat man jetzt auch die Möglichkeit, nochmal eine neue Waffe anzufangen, wenn man halt nochmal neues gehen soll. Theoretisch, guck mal, okay. Also, sprich, theoretisch könnten wir sogar, wenn wir irgendwann sagen, wir haben keinen Bock mehr auf ein Dex-Build, nochmal neues gehen, einfach ein Stärke-Build anfangen, sondern eine Stärke-Waffe komplett hochbringen. Aber ich würde sagen, wir ziehen das jetzt durch. Ja. Natürlich. Irgendwie. Was trappelt hier? Hier. Ja. Und da. Und da drin ist noch so ein Axtmörder. Hammer, wollte man sagen. Axt, Hammer. Ist alles dasselbe. Scharf, stumpf, nein. Schwein gehabt? Du meinst souverän. Nein, Schwein gehabt. Aber das war jetzt schon ja bewusst so gekämpft. Ach so, okay. So. So. Giftiges Moos? Lebenstein. Giftiges Moos? Lebenstein. Giftiges Moos? Lebenstein. Und eine. Truhe. Oh! Boah! Eine Fackel. Boah! Okay, das hast du dir verdient, Truhe. Du Mistding, ey! Gibt's ja wohl nicht. Eine Fackel. Drei Pilze und ein Hammermörder und eine Fallentruhe für... Eine Fackel. Eine Fackel, ja, ja ist nix. Also man könnte eher nicht hoch. Nee, ich schlafe ja, garantiert nicht. Ja, wir gucken einmal, zack. Ja, ja, ist gar nichts, okay. Was ist da noch? Kann man nicht rüber. Okay, ja. Aber gut, also der Weg ist nicht weit. Jetzt könnte man sich überlegen, macht man jetzt das Level. Also oder... dahinter ist bestimmt ein. Also ich kann mir vorstellen, dass dahinter ein Boss ist.
Sieht schon bossig aus, ja. Ja. Wie du willst. Er traut sich. Er traut sich. Und... Habsucht-Dämon. Jabba! Oh Gott, sagen, was ist das denn? Jabba! Jabba the Hutt! Was hast du denn hier? Der wollte wahrscheinlich bei Disney nicht arbeiten, hat bei Dark Souls angefragt. Das fände ich eine gute Entscheidung von ihm. Ja. Okay. Er hat bestimmt noch irgendwas drauf. Ja. Ah. Oh, pass auf! Nein, er kann weiterkommen! Okay. Oh, was ist jetzt? Achso. Du fette Robbe. Ey, es ist Jabba the Hutt, also beleidige ihn mal nicht so. Und was ist Jabba the Hutt anderes als eine fette Robbe? Ein fetter Riesenwurm! Huh! Okay. Das wieder. Scheinbar sind hier Leute in den Fässern. Ja. Er springt. Boom! Ist das wie eklig. Jabba the Hutt. Nein! Ist auch nicht schlecht. Ich hasse es, das ist voll schlimm. Es ist für mich schon scheiße, wenn ich links rum muss. Weil ich so auf rechts rumgepult bin. Und... Bumsch. Jetzt war das bestimmt, oder? Boah, machen wir... Oh! Doch nicht. Jetzt wollte er sich... Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Die Zunge. Ah! Na! Ja, ach so, es war sein Endschlag. Ihr habt's gesiegt. Der war einfach. Der war wirklich einfach. Habsucht Dämonenseele. Und damit hast du ein bisschen aufgeholt. Ja, nur noch zwei hinten. Zwei Boss habe ich noch. Okay, hier kann man nicht raus. Doch, probier mal. Garantiert nicht. Diese Treppe, dann muss er hochkommen. Nein. Das ist Dark Souls. Von da nach oben, das sieht so komisch aus. Ja, man kann da bestimmt noch irgendwann hin. Irgendwie auf einem anderen Weg. Alles giftig. Alles giftig. Ich glaube, das hätte ihn vergiften können. Naja, ich glaube, das ist eher Glück, dass er davon nichts getroffen hat oder so. Dann hätte er wahrscheinlich Giftlachen auf den Boden gestreut. Er dürfte aber langsam mal wieder ein Bonfire kommen. Guck mal, wer da ist. Das gibt's doch nicht. Gerade eben noch kurz zwischen den Folgen von ihr gesprochen. Und schon ist sie da. Und sie trägt immer noch nicht die Maske. So. Untere Irdenspitze. Sprechen wir doch mal kurz mit ihr. Still on the road. Wie geht's dir denn so? Lang nicht gesehen. Sorry to have burdened you so. Kein Problem, wir verstehen dich. Na, noch ein Human Effigy? Hartstahlring plus 1. Okay. Hartstahl. Links. Ach, ja. Körperliche Abwehr. Oh, kann auch nicht schaden. Sag mal, was da steht so. Ach so, ja. Der Träger hält den Schutz des Stahls, dieser erhöht die körperliche Abwehr. Das heißt, dies soll der Ring des einst legendären Ritterkönigs sein. Seine Sagen sind jedoch schon lange vergessen und sogar die weisesten der Weisen wissen nichts mehr über seine großen Taten. Auch den gab's schon in Dark Souls. Schau dir nochmal an. Oh, okay, mach mal die Kamera ein bisschen weiter nach. Das muss ich ja Gesicht suchen. Ne? Ah ne, sie hat doch wieder die Maske auf, oder was? Nee, sie hat aber so ein Tuch um den Mund. Oder? Nee, das ist ihre Maske. Geh mal von anderen. Nee, die Maske ist auf dem Kopf, guck mal. Man sieht ja ihre Augen. Ah nee, das ist die Maske. Nein, nein, geh mal weiter nach. Okay. Von der Seite. Nee, doch, die Maske ist ja auch komplett auf. Oh. Die Ärmste. Oh. He became the most decorated swordsman in all of Mirra. Aha, okay. I never even compared to him. In fact, I never beat him. Not once. Wow. But then, one day, he was gone. Tragisches Schicksal. Ich überlege gerade, ob das der krasse Assassine aus Mirra sein könnte, von dem uns der Kartograf erzählt hat. Könnte sein. Da wohnen wir noch vom Flug. Okay. If only someone would hear my tale. Wir hören dir doch zu. My brother must have come here too. Okay. Soon I may forget even about him. If only someone... Okay. Ich habe langsam mit, also es könnte, es ist eine schöne Questreihe irgendwie, finde ich, mit ihr.
Ich habe die Befürchtung, entweder, dass, also entweder ist es gut und wir begegnen irgendwann ihrem Bruder, dass wir noch mit dem nochmal besprechen, unter dem Motto, und dann, dass sie vielleicht irgendwie zusammenkommen und endlich wieder Familienvereinigung und so weiter. Und das ist echt schlimm als Game of Thrones Gucker, wenn ich dann bei Bruder und Schwester höre, dass sie endlich wieder zusammenkommen, denke ich sofort, nein, falsch, falsche Gedanken. Ja, dazu, ich habe jetzt auch angefangen, Game of Thrones endlich mal richtig zu gucken. Und da ist ja auch schon in der, ganz am Anfang, ja. Ja, das ist kein Spoiler, es passiert in der allerersten Folge. Dass ein Bruder seine Schwester verwöhnt. Ja. Und, also entweder das, oder aber, wenn ich mir vorstellen kann, dass, wenn wir sie noch ein paar Mal sehen, irgendwann sie uns angreift, dass wir irgendwann gegen sie kämpfen müssen, weil sie komplett vom Fluch übermannt wurde. Ja, ja, auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ja. In dieser Reihe. So, damit haben wir 8. Wuhu! Aufsteigen. Achso. Aufsteigen, die Liste, die Liste. Stift. So, wo sind wir? Bei unserem letzten Punkt Vitalität. Und von Nito. Cool. Was denn? Hatten wir nicht vorhin Stärke im Punkt reinzumachen? Richtig. Aber wir haben jetzt, im Moment kommen wir gut klar. Ja, unser Falchion macht ja auch immer noch guten Schaden. Eigentlich haben wir gar nicht so einen Bedarf an neuen Waffen, aber... Wir wollen neue Waffe haben, und vor allem die Waffe ist cool. Aber ist ja auch gut, weil jetzt haben wir Vitalität abgehakt. Da müssen wir jetzt mal reinskillen. Das heißt, jetzt guck mal, wer hier ist. Hey! Oh, Blümchen. Oh, fancy meeting you here. Oder nee, was ist das denn? Speak up if you need anything at all. Ist das eine Harfe? Nee, Knochen. Ist das ein Armknochen? Wirklich. Immer noch 10 Nietzsche. Ja, also müsste wahrscheinlich. Muss man wahrscheinlich alle von ihr kaufen. Ist das ein Arm? Das sieht so aus, ja. Das ist ein Armknochen. Sie hat ja schon da, wo sie putten hat, hat sie seinen Schädel in der Hand. Können wir mit ihr nochmal sprechen? I'll provide whatever service you need. These stones may look awesome. Nee, hat sie schon gesagt. Ah, schön, dass du hier bist. Gran. Gut, dass sie und Rosabeth weit auseinander sind. Ja. So gibt es keinen Streit. Okay. So, dann reisen wir noch wieder. Nett. Nein! Ah, nee, wir sind jetzt. Hier ist jetzt Irdenspitze da. Ah. So. Ja, dann werden wir beim nächsten Mal die Irdenspitze weiter angucken. Genau, und gucken, was es da noch auf alles auf uns zukommt. Und ja. Warte mal, wir könnten vielleicht auch. Wir haben 2 Duftzweige. Ja. Ich würde sagen, dass wir wirklich mal nochmal kurz zurückgehen und mal gucken, was diese eine Löwenstatue, die auf dem Tuch herumsteht, macht. Haben wir wirklich 2? Wir haben 2. Deswegen, wir könnten einen benutzen, einfach mal, um zu probieren, was das Ding bringt. Weil ich finde es immer noch merkwürdig, warum bitte steht da so ein Löwe herum? Stimmt, wir haben 2. Na gut, das werden wir jetzt kurz offscreen gucken und wenn was Tolles passiert, dann sehen wir das ja dann. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal trotzdem an dieser Stelle. Bis dann, euer Gauton. Und euer Ramen. Ciao.